Ich suche einen Weg in die Burg des Roten Baron. Wir haben den Tipp von einem alten Mann bekommen, dass hier beim Schrein doch irgendetwas seltsam ist. Hier wurde irgendwo die Leiche gefunden. Fangen wir mal hier an. Beim Schrein wird natürlich noch nicht zu viel sein. Und gehen jetzt mal Richtung Fluss jetzt. Ach, ich bin überladen und kann nicht rennen. Ach, das nervt etwas. Ich bin aber zu geizig, um was wegzuschmeißen. Stattdessen sammle ich noch mehr ein. Und selbst für die 2 Meter Fußweg zum Fluss brauche ich jetzt 1000 Jahre. Schleich, Schleich, Superschleich, 5, weiß ich gar nicht, was man das nennen will, Kilo. Mira schreibt gerade, ich sollte mal wieder speichern. Vielleicht keine so schlechte Idee, obwohl bestimmt bei so einem wichtigen Punkt würde er gleich wieder speichern, aber schlecht ist es sicherlich nicht. Also er ist da hinten. Ja, komm her. Ist das überhaupt richtig angezeigt? Ja, da hinten. Ach, da ist es erst. Gar nicht der Schrein hier vorne. Na toll. Da laufe ich jetzt ja mit meinem Tempo zu Fuß 1000 Jahre hin. Wahrscheinlich wird es dann hier unten einen Durchgang geben, hier so, eine Höhle oder so, da sieht man doch schon so ein bisschen was. Und man kann jetzt bestimmt besser tauchen, wenn er so schwer ist. Es wird noch da hinten das Questgebiet angezeigt. Ich meine, ist das richtig? Ich habe jetzt ja praktisch den Durchgang gefunden oder muss ich erst... Ah ne, das hat er jetzt doch erkannt. Das auch der richtige Weg ist. Ich will noch einen Katzentrank, wenn es doch arg finster wird hier drin. Schon arg finster. Noch die Pilze mit, wenn wir schon mal da sind. Autsch. So, ich glaube, ich werde mal ein bisschen was ablegen. Das ist dann nicht wert, dass ich hier kaputt gehe. Im Kämpfen ist es irgendwie auch scheiße. Ach ja, weil ich habe auch das blöde. Die Stahlwaffe, die komische Axt in der Hand. Alles ein Durcheinander, ich sag's euch. 1,3 für 187, das lohnt sich schon eher. Ach, das ist doch hier super schwer und gar nicht so gut. Wiegt da was? 3 Kilo. Ist ja bescheuert. 2,3 für 40. Auch weg. Und schon wiegen wir im Moment nicht mehr zu viel. Den Katzentrank mal genommen, damit wir hier mal ein bisschen was sehen. Ist ein bisschen anstrengend sonst. Und für euch als Zuschauer auch nicht so schön. Jetzt sehe ich dann vielleicht, bloß wenn ich oben rauskomme, nicht mehr viel. Pilze mitnehmen. Licht, ich bin fast da. Gucken, wie ich dann in der Stadt empfangen werde. Stimmen mit offenen Armen. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein.
Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Ich bin kein Auftragsschläger. Ich weiß, wer du bist. Aber da du nach deinem Blutbad hier auftauchst, nehme ich an, dass du etwas Wichtiges zu erzählen hast. Ja. Dann rede. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trockenen sitzen. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die beste in ganz Welen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Ganz genau. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Oh, kann Ciri spielen jetzt. Das ist ja cool. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Wichtig ist erstmal Kräuter sammeln. Auch mit Ciri. Die ist ja voll fix. Nicht so lahmarschig wie der Witcher. Die gibt ja volle Kanne Gas. Sie braucht Hilfe. Die Ausweichen ist auf der Hammer. Okay. Ciri! Kannst wieder runterkommen. Hallo.
Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Das ist ja Hänsel und Gretel fast. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können sich freuen, wenn wir wieder auftauchen. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja, naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Rotkäppchen ist auch noch mit drin, super. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Super. Hier ist auch noch Kretka. Wölfe! Schnell, versteck dich! Ausschalten. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut? Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Ah. Ich meine bestimmt den Geralt. Hier kommt ein bisschen Gas. Schau mal. Da ist etwas. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Talk around the clock, bevor ich hier weitermache, frage gerade, mit welcher Software ich streame. Ich streame mit Open Broadcaster. Die auch mal Bescheid wisst. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod.
alles hier vom Papa gelernt, vom Geralt, wie man hier sowas ein bisschen erforscht. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Sehr interessant alles. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Okay. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. So. Also, Wolfsbann und Hundspetersilie. So ein paar Kräuter müssen wir noch einsammeln. Mistelzweig ist nicht richtig. Da haben wir zum Beispiel mal. Wolfsbann, sehr gut. Das sind nur Mistelzweige. Ups, kaum hier durch. Hörst du? Wölfe! Versteck dich, rasch! Out! So nicht mittels. Das sind allein ein bisschen viele gerade. Alleine. Zack. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Der Wolfsbann ist die lila Pflanze. Da wird der Wolfskönig wütend sein. Die anderen Sachen hatten wir ja schon. Wolfsleber. Aber ein Schwein hier? Schicken die Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. So, dann mache ich eine kurze Pause. In der nächsten Folge hauen wir dann den Wolfskönig zu Klump. Mal gucken, welche Märchen da noch vorkommen. Schneewittchen vielleicht. Bis dann.